Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles Brennt Box von Zugezogen Maskulin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zugezogen Maskulin mit Alles Brennt aus dem Jahr 2015. So sieht das aus. Wir haben hier eine schwarze, relativ flache Box. Mit weißem Aufdruck, zugezogen, maskulin, alles brennt, lesen wir hier. Und dann haben wir hier diese beiden Symbole, diese Ornamente. Ansonsten die Box in schwarz gehalten. Auf der linken Seite haben wir nochmal das Logo, inklusive zugezogen, maskulin, alles brennt. Und auf der Rückseite auch wieder das Logo. Und der Schriftzug zugezogen maskulin, alles brennt, inklusive Barcode. Gut, das Ganze, eine Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, das Album an sich, eine Karte, ein Sticker, und ein Songbook. Die Box von innen in schwarz. Box gehen wir mal zur Seite. So, das Album ist noch eingeschweißt. Wir haben hier einen Aufkleber, zugezogen maskulin, alles brennt. Werden wir das Ganze mal aus der Folie befreien. Und uns dann im Detail ansehen. So. Also, wir haben hier einmal das Cover, wir haben hier eine Person abgebildet. Ja, der Name ist Programm, alles brennt, also es sieht so aus, als hätte der gute Mann hier irgendwie Feuer gefangen eventuell. Die Handflächen zum Gesicht gehalten. Und das Gesicht bzw. der ganze Kopf scheint hier irgendwie in Flammen zu stehen. Hier unten lesen wir wieder zugezogen maskulin inklusive des Logos. Auf der Rückseite, was lesen wir hier? Hier lesen wir im Moment gar nichts. So, aber jetzt. Hier lesen wir zugezogen maskulin alles brennt. Auch hier wieder das Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 12 Stück an der Zahl. Solo-Tracks, also hier sind keine Features vermerkt. Mein Favorit des Albums ist Track Nummer 3, Plattenbau OST oder Plattenbau Ost oder Original Soundtrack, je nachdem wie man es interpretieren möchte. Ich nenne es jetzt mal Plattenbau Ost, trotz der Punkte. Und dann haben wir hier natürlich auch wieder Credits und Barcode. So sieht das von innen aus. Wir haben hier einmal das Booklet in der linken Seite stecken. Okay, und das Booklet dürfte wohl als Poster verwendbar sein. Also, wir haben hier ein Mini-Poster. Hier wieder das Logo. Und darunter ganz viele Logos. Sieht so ein bisschen aus wie bei V wie Vendetta. Ihr kennt das hier mit diesen Guy Fawkes Masken, zugezogen maskulin, und hier lesen wir, ihr seid keine Fans, wir sind eine Gang. Also überall dieses Logo von ZM, zugezogen maskulin. Dann haben wir hier die Credits zum Album, diverse Schriftzeichen, wieder so ein Ornament, die Tracklist nochmals. Das Cover, und hier zieht sich das Ganze in das nächste Bild hoch, also hier irgendwie die Rauchsäule aufsteigend. Auf jeden Fall interessante Cover oder generell Booklet-Gestaltung hat man relativ selten, dass das Booklet auch so als Mini-Poster herhält. Dahinter dieses, ja, was das auch sein soll, dieses Holzstück, dieses Quadrat. Wir werden das Booklet hier wieder verstauen. Und die CD sieht dann so aus. Also auch hier wieder diese Form.
erinnert ein bisschen an Pentagramme. Dahinter ebenfalls. Dann haben wir einen Sticker. Diesen kennen wir schon aus dem Booklet. Also da gab es ja auch das mit "Ihr seid keine Fans, wir sind eine Familie". Das wurde auch als Sticker produziert, in Schwarz-Weiß und im Hochformat gehalten. Dann haben wir diese Karte, A6, zugezogen maskulin. Sieht aus wie so eine wirre Internet-Collage. Also wir haben hier in der Mitte natürlich die beiden Interpreten, Grimm und Testo. Dann haben wir auch nochmal, hier steht hier Sido und Savage und hier dann Azad und Semi Deluxe. Und dann halt hier so diverse Sachen, die man aus dem Internet kennt. Also das ist das Wort Pokémon, Togepi, glaube ich, Bart Simpson, jede Menge Dollarscheine, Katzen, Straußen, also Laufvögel, jede Menge wirres Zeug. Und dann haben wir noch die beiden Unterschriften, einmal von Grimm, einmal von Testo. Schön gemacht. Dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt kommen, ein Songbook. Das zugezogen maskulin Songbook. Alles brennt. Songtexte und Anekdoten von Grimm 104 und Testo. Rückseite. So, dann haben wir hier sogar ein Inhaltsverzeichnis, wo genau steht, auf welcher Seite wir was finden. Dann wieder diese Grafik. Und dann haben wir hier wirklich jeden Song einzeln abgedruckt. Sogar beschriftet, wer welchen Part rappt. Also hier der Part von Grimm und hier der Part von Testo. Und das Ganze dann noch hier unterlegt mit Fotos. Und die Fotos hier mit diversen Strichen und Streifen verziert. Es sieht so aus, als würden die... Das ist die Frage, gerade essen oder gerade zocken? Ich glaube, der mittlere zockt, der linke isst und der rechte dürfte irgendwie lesen oder so. Sehr spannende Bilder. Also das Design zieht sich durch, alles in Schwarz und Weiß. Das jetzt mal im Schnelldurchlauf durchblättern. Sieht das aus. Gut, also, schöne Sache, da kann man wirklich jeden Text nochmal einzeln nachlesen, beziehungsweise mitrippen. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Zugezogen maskulin, ZM. Dann haben wir hier eine Hochkant-Grafik. Das ist ein bärtiger alter Mann. Sieht so aus wie so ein, ja, wie so ein Klischee-Guru, also wie man sich das irgendwie vorstellt, so mit vielen Ketten. Sitzt er hier mit verschränkten Beinen und einem großen Bart und Wallemähne. Also sieht aus wie so ein typischer, ja, indischer oder asiatischer Guru. Ansonsten das T-Shirt in schwarz gehalten. Neckprint haben wir keinen. Und bei dem T-Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L. 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck zugezogen maskulin. Darunter dieses Bild mit dem großen Z und dem M. Und dann haben wir hier diesen Guru, diesen alten Mann, der hier sitzend abgebildet ist. Ist vom Design her was, ja, Ungewöhnliches. Ich muss ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz so mein Fall, mit so einem T-Shirt rumzulaufen, wo so ein alter Guru drauf sitzt. Aber ja, ist mal von der Kreativität oder vom Bild an sich mal was anderes. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Songbook zum Album, die Autogrammkarte im Format A6, der Sticker
und das Album im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box. Alles brennt von Zugezogen Maskulin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zugezogen Maskulin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.